Tischgespräche, die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 1: Was können wir von Luther lernen? Herzlich willkommen beim Podcast Tischgespräche. Ich sitze hier an einem Tisch mit Knut Nippe, guter Freund und Pastor in Neustadt in Holstein, an der wunderschönen Ostseeküste mitten in Schleswig-Holstein. Mein Name ist Malte Dietje, ich bin gerade neuer Pastor in Hamburg-Wilhelmsburg und wir starten gemeinsam ein Podcast-Projekt, Tischgespräche. Ja, genau. Genau. Moin Knut. Moin Malte, schön, dass du da bist. Ich freue mich auch, hier bei dir zu sein. Warum machen wir einen Podcast? Ich glaube, wir sind beides lutherische Pastoren. Jawohl. Und? Was sonst? Ja. Und wir haben ein großes Herz für die Botschaft der Reformation, kann man glaube ich so sagen. Ja. Und ich denke, dass das eine Botschaft ist, die auch heute vielen Christen gut tut. Und deswegen machen wir den Podcast und wollen darüber reden. Was ist da eigentlich passiert vor 500 Jahren und was spielt das für eine Rolle fürs Christsein heute? Genau, was bringt uns das heute noch? Genau. Und deswegen gleich die erste Folge, gehen wir mitten rein. Ich habe sie mal überschrieben, 500 Jahre Reformation. Was können Christen heute von Luther lernen? Und ich frage dich gleich mal, gibt es einen Moment in deinem Leben, wo du Luther lieben gelernt hast? Das kann ich nicht an einem Moment festmachen. Das okay. ist tatsächlich eher eine längere Entwicklung, wo ich gemerkt habe, als junger Christ und auch im Umgang mit anderen Christen, wie hilfreich Luthers Gedanken und wie hilfreich seine Theologie für das eigene Glaubensleben ist in der Seelsorge. Also ganz viele Fragen, die ich so als 17-Jähriger hatte und die mir später auf Jugendfreizeiten begegnet sind, bei ganz vielen Fragen habe ich Hilfe bei Luther gefunden. Okay. Und habe immer mehr gemerkt, hey, bei dem ist was zu holen. Fällt dir ein Beispiel ein? Oder wo du sagst, das? Ja, also als ich so mit 17 zum Glauben gekommen bin und begeistert war von Jesus, muss ich doch sagen, dass es am Anfang sehr darum ging, was ich so mache. Also, dass ich richtig glaube, dass ich fest glaube, dass ich treu bin und so weiter. Mit 17 ist man auch noch voller Selbstbewusstsein und freut sich, jetzt endlich was gefunden zu haben, was auch den eigenen Glauben und das eigene Vertrauen wert ist. Mhm. Aber trotzdem vertraut man doch sehr auf das eigene Vertrauen. Und dann zu merken, wenn man scheitert und wenn man doch selber nicht so toll ist, wie man immer dachte, dann bei Luther zu merken, dass es gar nicht so sehr auf einen selber ankommt, sondern dass das Tolle am Glauben der andere ist, dass Gott der ist, von dem alles abhängt, wo man seine Festigkeit findet. Mhm. Und das ist einfach, also da kann ich mich bis heute drauf freuen. Genial, ne? Ja, das ist genial. Ich weiß, ich hatte als Jugendlicher diese WWJD-Armbänder. Ja, die hatte ich zum Glück nie. Aber ich hatte, ich weiß noch. Du musst erklären, ne? Ja, genau. Sie kennen heute zum Glück nicht mehr. Nein, ich war auf dem Kirchentag, das muss 2002 gewesen sein, in Berlin, und habe ich mir so ein Armband gekauft. WWJD, das steht für What Would Jesus Do? Also, was würde Jesus tun? Ja. Und die Idee ist dahinter eigentlich, dass das die so ein bisschen die Leitfrage eines Christen ist. Also Christsein genau. heißt, ich überlege mir in jeder Lebenssituation, was würde jetzt Jesus machen? Und dann tue ich das. Mhm. Und das heißt, der Fokus ist dann beim Christsein, was mache ich eigentlich? Also was kann ich von Jesus lernen? Also, genau, Jesus ist das Vorbild. Genau. Und ich bin die Kopie. Genau. So und werde eine immer bessere Kopie. Und irgendwann merkt, also zumindest merke ich das, und ich kenne vielen Christen, die es ähnlich geht, dass das nicht so richtig klappt. Zum Teil auch, weil Jesus ja nun wirklich in einer anderen Liga spielt. Ja. Also bei manchen sagen es ganz klar, also so Brot vermehren, das kriege ich, kann ich schlecht nachmachen. Bei mir scheitert schon an der Feindesliebe und an der nächsten Liebe. Also schon an dem, wo man denkt, ach, das ist doch sinnvoll, ja, das ist gut. Da im Alltag bin ich da jedenfalls nicht gut genug für. Mhm. Genau. Und da hat es dann bei Luther ist es sozusagen weniger die Frage, was würde Jesus tun, sondern was hat Jesus für dich getan? Genau.
Also, dieses also nicht für dieses, dich. Dieses Würde ist ja total spekulativ und es geht doch eigentlich um mein Tun und Jesus ist nur das Vorbild. Aber bei Luther weist darauf hin, und das macht er, glaube ich, zu Recht, dass die Frage, was hat Jesus getan und was tut Jesus heute, dass das die Fragen sind, die unser Leben verändern. Ja. Und die sind auch, stehen auch fest. Ja. Also daran ist auch nichts zu rütteln. Also das ist sozusagen nicht was Hypothetisches, was Jesus für mich tun. Er hat einmal am Kreuz ist er für mich gestorben und er steht fest. Und das finde ich total irgendwie bis heute faszinierend. Ja. Ja. Was würdest du noch sagen? Was können wir heute noch von der Reformation lernen? Das war mal so ein kleiner Einstieg. Also das ist ja, also wir haben ja das Reformationsjubiläum und werden überschüttet mit Literatur und Merchandising-Artikeln. Wobei ich auch nicht immer ganz glücklich bin. Nö, ich auch nicht. Man muss zugeben, die Reformation und Luther ist natürlich eine Schatzkiste, wo es für alle möglichen Sachen was zu holen gibt. Ich habe, das ist schon mehrere Jahre her, habe ich mir ein Buch gekauft von dem Altbischof Knut, in Zukunft Luther, wo der für alle möglichen Bereiche lutherische Gedanken weiter entfaltet, auch für Bildung, die Bedeutung für das Ehrenamt, Verständnis von Ehrenamtlichen in der Kirche. Ganz beliebt ist ja auch Frauen in der Reformation, die Frauen da mitgeprägt haben. Gerade Katharina von Bora. Alle diese Sachen, ja. Also da gibt es natürlich jede Menge zu holen, also egal welches Interessengebiet du hast, du kannst dich mit der Reformation beschäftigen und findest da was. Luthers Sprache, allein das, Luther ist so gut in Sprache, ja, also der bringt so Sätze, die nach 500 Jahren noch griffig sind. Nur mal ein Zitat, die Christen sollen nach dem Gebet so verrückt sein wie der Hund nach der Wurst. Ja, das ist so ein guter Satz. Also da kann man echt was lernen und seine Bibelübersetzung ist jetzt ja auch gerade wieder nochmal neu gemacht worden. Also da gibt es jede Menge. Das ist einerseits toll, ja, da ist viel Reichtum und jeder hat aber einen Punkt, wo er sich annähern kann. Ich habe so ein bisschen die Sorge, dass auch jeder sich das raussucht, was er sowieso schon, wovon er sowieso schon überzeugt ist und dann Luther als Zeuge dafür nimmt, dass das jetzt das wichtigste Thema ist. Das geht sogar umgekehrt, also wenn ich Kirche schon immer doof fand, dann kann ich mich auch super mit Luther beschäftigen und seine antisemitischen Äußerungen mir nehmen und darauf rumreiten, findet man ja auch was. Also natürlich bietet sich das auch als Projektionsfläche an, um die eigenen Sachen zu verstärken. Deswegen würde ich schon sagen, okay, man kann sich was raussuchen, wo man sowieso Freude dran hat, aber es ist schon zu gucken, was sind eigentlich Kernthemen, die ihm das Wichtigste sind. Ich habe so einen ähnlichen Eindruck. Also häufig wird Luther ja durch so eine Brille gelesen. Also ich meine, das macht jeder. Also ist man nicht ganz frei von, aber die Frage ist, wie bewusst ist man sich dessen? Genau. Und gerade sozusagen diese Brille, ihn ganz stark durch so eine Aufklärungsbrille zu lesen. Also Luther ist der Erste, der selber gedacht hat. Genau, gegen die Autorität gegen der die Autoritäten Kirche. Und er ist sozusagen der erste Rebell. Und der erste Postmoderne, der für sich selbst seine Wahrheit findet. Das ist auch gerade in unserer Zeit, wird das sehr stark gemacht. Also in manchen Publikationen oder auch Aufführungen oder so, scheint das so das Wichtigste zu sein. Lass dir nichts von der Kirche sagen, sondern denke selber. Denke selber. Und ich finde, wenn man Luther selber liest, natürlich gibt es dieses Motiv bei ihm, aber dann sind andere Sachen mehr im Vordergrund. Und das ist ja bei ihm eher so eine Frage, womit er ringt. Also er sagt, dass er zum anderen Ergebnis kommt, ist jetzt nicht, was ihn an sich sonderlich freut, sondern womit er ja auch kämpft. Ja, und was auch nicht aus seiner Autonomie entspringt. Also was so gerne zitiert wird, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Ja, das passt uns gut in unserer heutigen Zeit. Aber er sagt ja in der gleichen Rede, es ist im Reichstag zu Worms, sagt er, mein Gewissen ist gefangen in Gottes Wort. Und wenn ich nicht anhand von klaren Vernunftsgründen oder von Gottes Wort widerlegt werden kann, dann bleibe ich hier stehen. So. Und also er hat schon Dinge, nach denen er sich richtet. Es ist nicht die Autorität der Kirche, der er sich unterwirft, sondern die Autorität der Bibel, weil er sagt, da bin ich sicher, da bin ich fest. Und ich habe so eine gute Idee. Ja. Und ihm ging es auch, glaube ich, weniger um sich selbst. Also was heute mir auch auffällt, dass in Luther manchmal so ein Kult. Ich habe auf Facebook jemanden gelesen, der hat gesagt, lass doch mal jetzt, es gibt ja immer diese Motti, was ist der Plural von Motto? Ich glaube, Motti, versuch mal mit Motti. Unsere Hörer können uns gerne Einsendung schicken und uns aufklären. Genau. Wir sind lernfähig und willig. Manchmal. Ja.
Also wäre doch mal ein gutes Motto für die Fastenzeit: 7 Wochen ohne Luther. Also ohne diesen, ja, in diesem Jahr. Ohne diesen Luther-Kult. So. Und, also das, man kann ja aus dem Kult rausmachen. Das, bei Luther finde ich das spannend, eigentlich, dass es ihm nicht um sich geht, sondern eigentlich um Jesus. Das kann man, glaube ich, wirklich so sagen. Es geht um Jesus Christus. Und nicht sehr, er hat ja mal irgendwann gesagt, zu der Idee, ob man jetzt die Kirche lutherische Kirche nennen sollte. Da hat er doch, ich kann es so paraphrasiert sagen, dass er da nicht so mit einverstanden ist, dass man nach ihm alten Madensack ja eine Kirche benennen sollte. Ja. Na, vor allen Dingen war das ist ja auch tragisch, es war ja überhaupt nicht sein Ziel, eine neue Kirche zu gründen. Mhm. Das ist durch die Reformation passiert, und zwar nicht nur eine, sondern die ganzen ja anderen Abspaltungen haben da ja auch ihren, oder sehr viele Kirchgründungen haben da in der Reformation ihre Wurzel, aber das ist eher was, worunter er gelitten hat, dass die Einheit der Kirche zerbrochen ist. Also eine eigene lutherische Kirche, das ist für ihn eine Anfechtung gewesen. Mhm. Selbst eine eigene evangelische, dass die Christen ja nicht einig das erkennen und dem folgen, was ihm wichtig war, das, also auf jeden Fall. Und wo wir gerade dabei sind, dass er sich selber vielleicht nicht so ja, also nicht immer die beste Meinung von sich selbst hatte. Das finde ich was ich auch ganz tröstlich bei ihm finde. Also er hat ja ein ganz großes Bewusstsein dafür, dass er selber Sünder ist als Christ. Und das war eine der Sachen, die ich, da können wir vielleicht uns noch ein bisschen drüber unterhalten. Man nennt das so in Theologenkreisen das Simul. Also vielleicht kannst du mal erklären, was es damit auf sich hat. Und warum das, ich finde, warum das cool ist. Okay, also Luther sagt, dass wir als Christen simul justus et peccator sind, und das bedeutet, dass wir gleichzeitig Gerechte sind als auch Sünder. Beides gleichzeitig. Sünder sind wir von uns aus, also ohne Jesus sozusagen, und das bleiben wir auch bis zu unserem Tod. Bis zu unserem Tod bleiben wir Menschen, die so gebrochen, beziehungsweise Luther sagt das so schön, in sich selbst verkrümmt sind, immer auf sich selbst bezogen, immer doch irgendwie an sich selbst denkend. Selbst wenn wir was Gutes für andere tun, denken wir, tun wir das, damit andere das sehen oder damit wir von uns selber denken können, ach, was bin ich für ein cooler Typ und so. Ja. Das ist sozusagen das Sündige in uns, was uns auch von Gott trennt. Und dann wird uns aber von Gott Gerechtigkeit geschenkt. Gott macht uns gerecht, indem er uns mit dem Gerechten Jesus Christus verbindet. Mhm. Und wie bei einer Ehe, wenn du eine reiche Frau heiratest und dann deren Geld dir auch gehört, so gehört all das, was Jesus hat und was Jesus ist, gehört uns. Und dadurch sind wir durch die Verbindung mit Jesus gerecht vor Gott. Mhm. Und das macht einen frei, auch dieser anderen Seite ins Auge zu gucken. Denn, also du sagst, du findest das so cool, dass Luther sich seiner Sündhaftigkeit, seiner Fehlerhaftigkeit bewusst ist und da offen mit umgehen kann. Und ich glaube aber, er kann das nur, weil er weiß, dass er safe ist, dass er gerecht ist, dass Gott ihn angenommen hat um Jesu Christi willen. Und deswegen kann Luther auch ehrlich sein und muss das nicht mehr verbergen. Und deswegen steckt da drin deswegen ist das auch attraktiv für mich, weil da eine Freiheit drin steckt. Es gibt eine, wie soll ich sagen, eine verkrümmte Form davon, dass so, dass man denkt, ja, ich bin Sünder, heißt, ich muss immer darüber reden, wie schlecht ich bin, und dass man immer nur frustriert über sich ist und allen erzählt, dass man ja selber nur so ein Mahnsack ist. Aber Luther sagt das in einer Freiheit. Genau. Er gibt es zu, er sagt, ich bin ein Mahnsack, aber wisst ihr was, das ist nicht so schlimm. Also das ist schlimm, ja, wenn ihr nur auf diesen Mahnsack guckt, das ist schlimm. Und ich alleine wäre verloren, aber das Gute ist, ich bin eben nicht alleine. Ich bin nicht alleine und Jesus reißt mich durch. Das ist eine unglaubliche Freiheit. Ja. Und die, genau, und das mag ich so. Ja. Das mag ich so. Und das lebe ich auch bei ganz vielen Christen heute. Und wenn die das erste Mal hören, dass das unglaublich befreiend ist, dass ich gleichzeitig ehrlich sein kann zu mir selbst und sage, da ist nicht alles in Ordnung, auch als Christ nicht. Und trotzdem gibt es da eine gute Botschaft für. Ja. Weil ich muss im Grunde nicht mehr schauspielern als, genau, als Christ. Und darin sind wir so gut. Nicht nur in der Kirche. Ich glaube, das ist allgemein in der, das ist bei uns so. Wir müssen alle mal strahlen und müssen unser eigenes Projekt sein. Aber in der Kirche ist es manchmal noch besonders schlimm, weil wir jetzt ja noch christliche Projekte zu präsentieren haben. Ja. Und ich erlebe ganz viele Christen, die im Grunde in der Gemeinde und auch in vielen Predigten ein Bild vor Augen gemalt bekommen, wie Christian aussieht.
Ja. Und die dann merken, dass so lebe ich nicht. Und da ist natürlich ein Widerspruch. Also die im Grunde, Christian sieht so aus, du machst das und das, du gehst so mit dem um, du tust das, du hast das Herz. Und dann merken sie bei sich selbst, das Herz habe ich gar nicht und das tue ich alles gar nicht. Und da gibt es, hoffe ich, ja, du lachst so. Ja, naja, weil das Schlimme ist ja, das wollen ja auch viele. Ich kenne ja viele Christen, die wünschen sich solche Predigten. Die wünschen sich Predigten, wo in der Predigt dann die Welt noch in Ordnung ist. Ja, das ist so wie die HSV-Fans, die immer darüber reden, dass eigentlich sie an die Spitze gehören. Ja. Also wenigstens in der Predigt erlebt man dann virtuell nochmal, so sieht Christsein eigentlich aus. Und für manche ist das bedrückend, weil sie denken, okay, so bin ich im Alltag nicht. Und für manche ist es aber wenigstens in der Predigt, leben sie noch in dieser Fantasie und sagen, Christsein heißt eben so zu leben, dass alle Nachbarn sagen, oh, das ist aber ein guter Mensch. Mhm. Also das finde ich schon interessant, dass viele Leute das so attraktiv finden, dass sie sich auch wünschen. Aber ich meine, es ist ja was in mir, was sich das wünscht. Also, ja, genau. Definitiv. Also ich wäre auch gern anders. Und dann jemanden zu haben, der mir das als Möglichkeit vor Augen malt, ist erstmal schön. Also wenn ich in Buchladen gehe und mir da so ein Fitnessbuch angucke, das hat auch manchmal so eine Verheißung. Ja? Mhm. Es ist möglich. Ja. Und solche Fitnesspredigten, geistliche Fitness, die sagen mir immer, es muss nicht so bleiben. Ja. Nur, und da steckt ja auch eine gewisse Wahrheit drin, bloß ich glaube, die ist auf einem ganz anderen Weg zu erreichen. Ja. Und es ist häufig auch eine oberflächliche Lösung. Also ich kann natürlich mir sozusagen ich kann natürlich jetzt ab und zu mal mir irgendwelche Sachen antrainieren und machen, aber wenn ich das Herz nicht dazu habe, dann sagt mir mein Herz immer noch, morgens bleib liegen, zieh dir nicht deine Sportklamotten an. Also dann helfen sozusagen auch alle Techniken nicht, wenn das Innere nicht stimmt. Und so ist es häufig, finde ich, auch mit Predigten. Man lernt dann, also das Problem, sagt Jesus ja, Markus 7, Problem ist im Grunde, ist das Herz. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ich kann natürlich mit Regeln und Vorschriften und Geboten kann ich etwas ändern. Das ist bis zu einem gewissen Grade möglich. Mhm. Aber es ist immer nur das Verhalten, was ich ändern kann. Mhm. Also natürlich, ich kann auch so ein Fitnessbuch mir kaufen und wenn ich die Disziplin habe, dann wird sich auch was verändern. Aber es stimmt tatsächlich, was ändert eigentlich mein Herz? Was ändert meine Motivation? Mhm. Was sorgt dafür, dass ich eben auch in dem, wo ich mich anders verhalte, aber immer noch ich bezogen bin, was ändert mein Herz, dass ich den anderen und Gott im Blick kriege? Und da helfen Regeln gar nichts. Ja. Jemand hat mal gesagt, dass man dich, wenn man möchte, dass Sünde außer Kontrolle gerät, dann packe man Regeln rauf. Das ist wie Öl auf Feuer. Römer 7. Das ist ja nur noch ein zusätzlicher Punkt, dass Römer 7 zum Beispiel ja darauf hinweist, dass Regeln die Neigung zur Sünde noch verstärken. Also wenn ich jetzt sage, wir haben jetzt Fastenzeit und ich sage jetzt, ich mache 7 Wochen ohne irgendwas, was mir am Herzen liegt, also sagen wir mal ohne Fleisch, dann ist es möglich, dass ich es schaffe, die 7 Wochen ohne Fleisch durchzuhalten. Das ist möglich. Ich kann mein Verhalten mit genügend Selbstdisziplin ändern. Aber ich werde in diesen 7 Wochen so viel an Fleisch denken wie sonst nie und werde denken, oh ja, wann ist endlich Ostern und ich werde mich nicht auf Ostern freuen, wegen der Botschaft, sondern ich werde da sagen, und dann ist wieder Fleisch. Also meine Sehnsucht nach Fleisch wird durch das Verbot gestärkt. Mhm. Und das kann, also wenn ich will, dass Leute irgendwas machen, muss ich es ihnen verbieten. Mhm. Ja, gerade bei Kindern oder so. Der Trotz weckt das erst recht. Wenn du was interessant machen willst, verbiete es. Und auch bei Erwachsenen. Also ich war jetzt ja die letzten Jahre im Predigerseminar und da gibt es eine... hat man irgendwann eingeführt, dass man einen Veggie-Day macht. Ja. Einen Tag die Woche ohne Fleisch. Ja. Ganz nüchtern muss ich sagen, natürlich kann ich gut damit leben, auch mal einen Tag in der Woche kein Fleisch zu essen. Das ist jetzt für mich gesundheitlich völlig irrelevant, vielleicht sogar ganz gut. Und es gibt auch andere Gründe, warum das gut sein mag. Nur was das in mir auslöst sofort, ist natürlich dieser Trotz. Ja. Da gibt es jemanden, der schreibt mir vor, dass ich an einem Tag in der Woche das nicht essen darf. Und deswegen rebelliere ich gegen den Veggie-Day. Und das passiert auch bei geistlichen Sachen, dieser Prozess. Also wenn mir sozusagen der Pastor sagt, ein Christ macht das und das, der gibt so und so viel Geld zum Beispiel, das gehört zum christlichen Leben dazu, dann geht bei mir sofort die Widerstände ja an, bei dem, was man alten Adam nennt. So.
Genau, das, also selbst wenn die Regel gut ist, selbst wenn das Gesetz gut ist, unser Herz ist so kaputt, dass das gute Gesetz unser Herz nicht reparieren kann. Wenn du das jetzt, also wir nehmen jetzt eine gute Regel, es gibt jetzt ein Gesetz von der Bundesregierung, die sagt, einmal die Woche musst du 50 € für hungernde Kinder spenden, die Poli und drakonische Strafen, wer das nicht macht, kommt in den Knast für eine Woche und jede Woche klingelt die Polizei bei dir und sagt, hier, hält die Hand auf und du musst deine 50 € abdrücken. Was denkst du in dem Moment, wenn die Polizei klingelt? Ich sag dir, du empfindest in dem Moment keine Liebe für hungernde Kinder. Das ist, du gibst deine 50 €, weil du weißt, muss ich machen, sonst kriege ich Strafe. Aber dein Herz hat nie so wenig Liebe für hungernde Kinder wie in dem Moment. Und jetzt ist die Frage, was, also, das ist jetzt ist die Frage, was ändert das Herz? Und ich glaube, dass Predigten darauf abzielen müssen, denn alle diese anderen Umerziehungsmaßnahmen ändern das eigentliche Problem nicht. Und ich finde, das kann man bei Luther lernen. Dass er erkannt hat im Grunde, was Regeln bewirken, was sie nicht bewirken. Ja. Dass Regeln eigentlich in letzter Konsequenz mir zeigen, dass irgendwas mit mir komisch ist. Also im Grunde, dass ich Sünder bin, Ja, sagt Kassoff, genau. dass ich merke, irgendwas stimmt mit meinem Herzen nicht. Und eigentlich was anderes brauche. Also das, was Luther da entdeckt, was er wiederentdeckt, kann man sagen, also er findet das auch bei Augustin, beziehungsweise dann eben natürlich vor allen Dingen bei Paulus, ist eben die Lehre vom Gesetz und Evangelium, was das Gesetz kann. Und natürlich, das Gesetz kann Sachen verhindern, also sozusagen der äußerliche, der öffentliche Gebrauch, dass wir die Regel haben bei uns in Deutschland, wer jemand ermordet, wird bestraft, verhindert Morde. Ja, das ist eine gute Regel, die verhindert, die regelt bei manchen Leuten das Verhalten, dass es so und so viele Leute gibt, die sagen, okay, dann mache ich es lieber nicht. Das ist gut. Aber die Frage ist ja, wenn ich jemanden umbringen will und mache es deswegen nicht, weil ich Angst vor Strafe habe, bin ich dann ein guter Mensch? Und für den Fall, dass die Regel aufgehoben würde, also man denke an moderne Filme wie The Purge oder man denke an, wie gesagt, Reformation, wo für Luther diese Regel aufgehoben wurde. Luther wurde für vogelfrei erklärt, das hieß, ihn durfte man umbringen ohne Strafe. Und sofort merkt man, aha, also ich bin eben kein guter Mensch, wenn ich eine böse Tat nicht tue, weil ich Angst vor Strafe habe. Und das ist die erste Sache. Und das zweite, was du eben gesagt hast, das Gesetz zeigt mir, was bei mir nicht in Ordnung ist. Es zeigt mir mein Herz und was daran eigentlich ist. Dann gibt es auf der anderen Seite das Evangelium, die gute Botschaft von Jesus, die auch primär nicht heißt, Jesus macht dich jetzt zum besseren Menschen. Genau. Nicht primär. Also auch da gibt es was da Wahres dran ist. Aber primär heißt es, dir wird was anderes zugerechnet. Also alles das, was Jesus gemacht hat, das perfekte Leben, was Jesus gelebt hat, Gott guckt dich an und sieht das, was Jesus gemacht hat. Genau, er schenkt mir das und Genau. alles, was Jesus gemacht hat, ist meins. Luther hat es den fröhlichen Wechsel genannt. Also meine Sünde geht zu Jesus und die Gerechtigkeit von Jesus geht zu mir. Genau, und in Galater steht das so schön, dass wer getauft ist, der hat Jesus angezogen. Und das bedeutet, dass ich von allen Forderungen des guten, göttlichen Gesetzes, die Bibel ist ja voll mit solchen Forderungen, das stimmt ja, also es gibt ja Gesetze Gottes. Und wenn ich merke dann, ich erfülle die nicht. Und ich brauche jemanden, der sie für mich erfüllt. Und das geschieht durch Jesus. Der schenkt mir seine Erfüllung. Das ist dann ungefähr so, die Polizei klingelt bei dir wegen diesen 50 € und sagt, ach, wir haben Fehler gemacht, Ihre 50 € sind ja schon bezahlt worden. Ja, und du musst nichts mehr bezahlen. Und in dem Moment, und sie sagt ja auch, wer es für dich bezahlt hat. Und in dem Moment kann es passieren, dass in deinem Herz was passiert, dass du sagst, ja, ich weiß, ich muss nichts mehr bezahlen, aber wissen Sie was, hungernde Kinder, ist eine gute Sache. Hier, ich habe noch was für Sie. Und das ist dann Liebe. Das ist freiwillig, das ist Liebe und das ist ja das, was das Gesetz eigentlich fordert. Das Gesetz wird immer beschrieben in äußeren Verhaltensweisen, aber das, was das Gesetz eigentlich fordert, das hat Luther eben auch bei Jesus und bei Paulus gefunden, ist ja eine Haltung des Herzens. Das Gesetz zusammengefasst heißt, du sollst Gott, den Herrn, lieben von ganzem Herzen, mit all deinen Sinn, mit aller Kraft, mit deinem Verstand und deinem Nächsten wie dich selbst. Also es geht um eine Herzenssache. Und ich habe mal für mich immer so auf den Punkt gebracht, was für mich so ein richtiger Moment war, wo mir was aufgegangen ist, dass das die gute Nachricht primär Zurechnung ist und keine Transformation. Also primär, mir wird was geschenkt und weniger ich werde verändert.
Ich versuche das mal mit einem Beispiel zu sagen. Da sind wir nicht ganz einer Meinung, ne? Nee, ich weiß nicht. Ja, ich weiß. Primär heißt es, mir wird was geschenkt. Primär, sage ich auch. Mhm. Also zum Beispiel, nehmen wir mal an, ich gehe in die Schule und bin schlecht in einem Fach, Mathe. Ja. Schlechte Mathe. Dann wird häufig, erlebe ich, dass Christentum so dargestellt wird, als geht es jetzt um Veränderung. Das, also Jesus ist jetzt mein Nachhilfelehrer. Ja. Der kommt und coacht mich, dass ich endlich auch gut werde in Mathe und nächste Mal. Genau, der hilft mir. Der hilft mir die Aufgaben. Es geht hauptsächlich um Veränderung und Jesus ist derjenige, der mir hilft, jetzt endlich gut in Mathe zu werden. Ich glaube aber, was Luther entdeckt hat, ist, dass die gute Nachricht eigentlich was anderes ist. Nehmen wir mal, ich bin da in meiner Mathe-Klausur, ich sitze da und schreibe und nach einer Stunde habe ich da ein leeres Papier vor mir und habe keine Aufgabe richtig gerechnet. Dann ist es so, dass neben mir einer sitzt, der dem das ganz leicht fällt, der da schon nach einer Viertelstunde fertig ist. Und kurz bevor unsere Arbeiten abgegeben werden, vertauscht er unsere Zettel und schreibt auf sein Zettel meinen Namen oben drauf und gibt die ab. Genau. Und am Ende kriege ich eine 1 für was ich nicht gemacht habe. Und genau. Das ist irgendwie auch komisch. Also es ist primär geht es um was mir geschenkt wird und weniger um den Ansporn, Sachen besser zu machen. Ja, dem würde ich zustimmen. Also ja. jetzt gehen wir in die Feinheiten. Also die eine Sache, die ich an dem, das Bild ist gut, eine Sache finde ich an dem Bild nicht gut. Ja, hau mal raus. Ich glaube, dass es Jesus nicht leicht gefallen ist. Ich glaube nicht, dass Jesus das so aus dem Ärmel geschüttelt hat. Okay. Sondern in deinem Bild ist Jesus der die letzten 2 Monate immer nur zu Hause gesessen hat und Mathe gebüffelt hat und der alle Partys abgesagt hat und so weiter, der richtig was gegeben hat, damit er die Zettel für dich vertauschen kann. Das ist eine Sache, hat er das wirklich, das ist Jesus nicht leicht gefallen. Und ich würde dem völlig zustimmen, dass es im Evangelium um ein Geschenk geht und nicht um einen Ansporn. Dem würde ich völlig zustimmen. Wo wir, glaube ich, nicht ganz zu einer Meinung sind, ich glaube, dass zu diesem Geschenk die Veränderung gehört. Ich glaube, dass dieses Geschenk uns verändert. Ich glaube, dass das Evangelium unser Herz verändert. Der Christus ist eine neue Kreatur. Ich glaube auch, dass es unser Herz verändert. Ist auch biblisch. Also ja. Immer wieder. Ich glaube, das Problem ist nur, wenn das zum Fokus wird. Das stimmt, ja. Und wenn Christian hauptsächlich Transformation, du wirst ein besserer Mensch, Jesus verändert dich. Jesus macht dein Leben neu. Wenn das sozusagen der alleinige Fokus ist, also im Sinne von, jetzt kannst du ein neues Leben beginnen. Ja. Weil dann immer wieder Christen erleben, das ist auch nur sehr bruchstückhaft in dieser Welt. Ich sehe es häufig nicht. Und Gott verändert mein Leben oft auch, und das hat Luther auch so erkannt, im Verborgenen. Also, ja, und wir gucken, glaube ich, auch auf die falschen Stellen für die Veränderung. Also wenn wir jetzt bei dem Mathebeispiel bleiben. Und du weißt vorher, dass diese Zettel vertauscht werden. Das ist ja auch wichtig. Also das Evangelium bedeutet ja, dass man irgendwann auch weiß, dass da einer ist, der für einen einsteht. Dann gehst du anders in die Stunde. Du gehst nicht mehr so zitternd und so ängstlich. Du gehst voller Dankbarkeit da rein. Du achtest vielleicht ein bisschen mehr auf deine Mitschüler, denen es nicht so gut geht und so weiter. Du wirst nicht unbedingt besser in Mathe. Also vielleicht ist das in dem Bild, dass man sagt, okay, ich würde auch gerne besser in Mathe werden. Und vielleicht ist die Veränderung an anderen Stellen. Vielleicht wirst du auch besser in Mathe, weil du einfach nicht mehr diesen Druck hast. Ja, und weil du nicht mehr diese Angst hast. Aber du wirst nicht besser in Mathe, weil Jesus dir sagt, pass auf, ich mache jetzt dir hier schon deinen Test. Jetzt passt gefälligst besser auf. Ja? Also ich habe auch keinen Bock, das immer zu machen. Und ich würde es gerne in Zukunft immer ein bisschen weniger machen. Also Heiligung würde bedeuten, im halben Jahr schreibst du dir deinen halben Test selber. Das ist, glaube ich, falsch. Und so verstehen wir Heiligung häufig. Heiligung wird häufig so verstanden, Jesus immer weniger zu brauchen. Und ich glaube, Heiligung bedeutet, ihn immer mehr zu brauchen, sich immer mehr auf ihn zu verlassen und dadurch frei zu werden. Und in dem Mathebeispiel, vielleicht, weil man frei ist und nicht mehr solche Angst hat, versteht man tatsächlich ein bisschen mehr und kann besser zuhören. Und das ist eben auch eine Folge des Geschenks, eine wirkliche Folge des Geschenks und keine Aufforderung, jetzt hast du was geschenkt gekriegt, nun streng dich besser an. Wir sind am Ende. Mensch, ja. Da haben wir kleinen Parforce-Ritt hier durch einige Themen. Ich weiß ja nicht, was du noch alles auf deinem Zettel hattest, aber... Das passt schon. Ich hoffe, unsere Hörer konnten uns irgendwie folgen durch unsere symbolischen... Ja. Wir sind ja an einige Geschichten abgebogen. Mathe und die Polizei steht vor der Tür, aber ich hoffe, es ist was angekommen über das, was das Herz der Reformation ausmacht.
Sonst müssen die uns einfach nochmal nachfragen. Man kann uns Fragen stellen. Man kann uns fragen. Wir haben eine E-Mail-Adresse: tischgespräche@gmx.net. Gespräche mit AE. Man findet uns auch auf Facebook und Twitter, tatsächlich. Ja. Und wir freuen uns über Feedback, weil für uns ist das ein Experiment. Ja. Wir wissen nicht, wir nehmen jetzt mal ein paar Folgen auf, wissen aber nicht, ob wir es weitermachen. Also wenn da draußen Leute da sind, die sagen, mach das weiter, dann gebt uns bitte Rückmeldung. Genauso gebt uns bitte Fragen. Wir diskutieren hier immer über eine Frage, das werdet ihr bald merken in den nächsten Folgen. Und aber wir wollen Fragen, die Leute beschäftigen. Von daher freuen wir uns über Fragen. Vielen Dank, Knut. Ja, Malte, ich danke dir. Hat Spaß gemacht. Genau. Und ich freue mich an Jesus. Und alles klar. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Thank you.